heute geht es mal um etwas anderes, wie ich mich auf meiner Wanderung verpflegen will. Im letzten Video konntet ihr schon sehen, was ich mir überlegt habe zu essen. Ich werde euch zwei Optionen zeigen und seid gespannt, was ich da alles reinhaue. Ich wollte keine Fertiggerichte. Gut, alles klar. Ich mache das selber. Los geht's. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich bin Basti von Team White Boys und heute geht es mal um etwas anderes. Ich will euch zeigen, wie ich mich auf meiner Wanderung, sprich Harzer Hexenstieg, verpflegen will. Ich habe mir was überlegt, ich habe mir meine Päckchen selbst zusammengestellt. Im letzten Video konntet ihr schon sehen, bei meinem großen Test, was ich mir überlegt habe zu essen. Ich werde euch zwei Optionen zeigen, es gibt noch viel mehr, ich habe noch ein paar übrig. Für meine Wanderung habe ich mir überlegt, 5 Stück mitzunehmen. Ich habe 3 fertige, 2 davon habe ich jetzt mal kurz hier. Und zwar ist das schon mal einmal fertig mit Nudeln. Ähnlich so wie hier hatte ich es mit bei meinem Ausrüstungstest. Und dann habe ich hier nochmal Couscous mit allerlei. Und jetzt starte ich mit Nudeln und Bulgur als Grundlage. Und seid gespannt, was ich da alles reinhaue. Es wird gesund und es ist ganz simpel, immer auf 500 Milliliter Wasser abgestimmt. Ich habe lange überlegt, ich wollte keine Fertiggerichte mitnehmen. Ich wollte mir nichts kaufen, das einfach in den Rucksack schmeißen und sagen, gut, ja, das ist meine Trekkingnahrung. Da hatte ich, ganz ehrlich gesagt, keine Lust drauf. Ich wollte mir was selber machen. Mir war das einfach zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe das nicht eingesehen, so viel Geld für so eine kleine Mahlzeit manchmal auszugeben. Und von daher habe ich mir gedacht, gut, alles klar. Ich mache das selber und wie das jetzt genau aussieht, zeige ich euch. Seid gespannt, was am Ende rauskommt. Am Ende ist es so, der Beutel bzw. das Päckchen kommt auf 200 Gramm und ich brauche 500 Milliliter heißes Wasser. Für jedes Päckchen immer 500 Milliliter. Und das ist genauso abgestimmt, dass das dann auch passt. Ich habe mal ein paar neue Sachen ausprobiert und die zeige ich euch jetzt einfach. Wir legen los. So, ich würde sagen, gar nicht lang schnacken. Ich stelle die Kamera nochmal um, damit ihr das besser seht. Und los geht's. Ja, Leute, was soll ich sagen? Kurze Erklärung, warum man mich so hört und das Bild so seht. Ich habe mich verkackt. Als ich die folgende Aufnahme startete, war mir die da nicht klar, dass ich im Zeitlupenmodus war. Das beschreibt auch schon folgendes Problem. Doch keine Tonspur. All das, was ich dazu erklärt habe, völliger Käse und umsonst. Naja. Ich kann auf jeden Fall mein Mikrofon mal testen und ich werde jetzt die Aufnahme wieder beschleunigen und dann starten wir einfach rein. Alles klar, los geht's. Wir starten in dem Fall mit Bulgur und ganz wichtig, die Hauptbestandteile auf jeden Fall abwiegen, müssen 80 Gramm ergeben. Jetzt nehme ich auf jeden Fall den Esslöffel für alle Folgezutaten. So, auf jeden Fall geht's weiter. Mit Haferflocken, zart, schöner Löffel, zarte Haferdinkelflocken. Da, Sojaflocken. Die kannte ich im Vorfeld gar nicht. Habe ich ausprobiert, richtig lecker, muss ich sagen. Die ähneln wie so gehacktes Stückchen von einer Bolognese-Soße aus Spaghetti. Also von Spaghetti-Bolognese, der Soße. Richtig, richtig lecker. Wer das mag, dem kann ich das ans Herz legen. Ich feiere seitdem. So, und da sind wir schon bei der richtigen Imitation dafür. Veganes Hack. Da sind wir auch bei der Menge von einem schönen Esslöffel mindestens. Ich mache meist 2 oder 1,5 auf jeden Fall. Das Zeug feiere ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Geiles Zeug. Stimmt, und hier jetzt war das Neue. Genau, das hatte ich mir noch extra geholt. Soja, geschnetzelte Flocken. Sollen die genauso sein? Und ich habe mir gedacht, komm, richtig geil. Auf jeden Fall kommen jetzt die unterschiedlichen Nüsse. Und hier mache ich nur einen halben Löffel von jedem, dass ich dann auch in etwa auf 10 Gramm komme. Weil dann hat das immer so hingehauen von meinen Mischungsverhältnissen. Einmal Sonnenblumenkerne, nochmal schön Kürbiskerne und jetzt nochmal. Nochmal schöne Ladung geschälte Hanfsamen dazu. Getrocknete Zwiebeln kommen als nächstes. Kannst reinmachen, was du willst. Das wiegt halt nichts. Macht nicht ganz so viel. So, jetzt haben wir Gemüse. Und von dem Gemüse, was haben wir da eigentlich drin? Sehen wir sofort. Und zwar Karotte, Pastinake, Zwiebel, Lauch und Petersilienwurzel.
Das ist auf jeden Fall ein Sack. Das Kilo habe ich von Amazon. Oh, knapp 15 Euro. Und ich feiere das richtig. Das schmeckt wirklich mega lecker. Es bringt eine richtige Eigengewürze mit. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, kann ich empfehlen. Es gibt auch andere Zusammenstellungen. Und ja, ein Löffel sind hier wirklich proppevolle Löffel, 10 Gramm. Und da mache ich 3 Stück von rein. Ich glaube, es ging die Waage einmal aus. Deswegen standen da eben nur 10, 20 Gramm. Gewürze kommen noch rein. So, diesmal teile ich das auf jeden Fall ein bisschen auf. Und zwar nehme ich zum Teil Zwiebelsuppe. Deswegen auch wollte ich nicht so viel von den getrockneten Zwiebeln mit rein haben. Das sind jetzt in etwa 6-7 Gramm. Und ich mische das mit Gulasch. Und das Geile, bei dem Gulasch ist es echt schon ganz schön scharf, muss ich auch sagen. Also, wer es mag, kann ruhig ein bisschen mehr reinhauen. Und ich habe dann noch einen Rest Gemüsebrühe. Davon mache ich auch nur noch eine Spitze mit rein. Und ich hoffe, am Ende die Kompension schmeckt. Getrocknete Tomaten kommen jetzt noch als letzte Zutat rein. Und diese sind wirklich auch sehr salzig. Deswegen gar nicht so viele Gewürze. Und rein damit. Die schmecken richtig gut. Ohne Witz. Ja, Leute, und dann passiert genau sowas. Richtig dumm. Naja, typisch. Was soll ich sagen? Ich habe richtig gekotzt in dem Moment. Aber steckst du nun mal nicht drinne. Ich habe alles zusammengekehrt. Oh Mann, ey. Hat mich das angetriggert. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Einfach herrlich. Dann hat es das leckere Zeug endlich mal in die Tüte geschafft. Schnell noch abgewogen. Und dann war es auch schon gut. Passt fast haargenau. Ah, kleine Abweichung. Aber völlig in Ordnung. So, voilà. 80 Gramm Nudeln haben wir. Dieses Mal fangen wir auch mit den geschälten Tomaten zuerst an. Ein richtig großer Löffel Tofu-Hack. Noch ein bisschen geht. Ja, kann man aber wohl. Naja, schmeckt echt gut. Muss man sagen. Ein Drittel Löffel Sonnenblumenkerne. Ein Drittel Löffel Kürbiskerne. Und ein guter halber Löffel Hanfsamen. Noch einen dicken Löffel von der Zwiebelsuppe. Gulaschgewürz gleich hinterher. Gemüsebrühe natürlich nicht vergessen. Sojaflocken, Leute, ich sag's euch, probiert's aus. Die zarten Dinkelhaferflocken auch top. Die 30 Gramm Gemüse bloß nicht vergessen. Der zweite und noch der letzte. Das schmeckt ohne Witz. Jetzt noch abwiegen. Ich bin gespannt. Ja, was haben wir da? Ja, richtig gut. Ich sag's euch. Hat auch hingehauen. Mit Abweichung absolut im Toleranzbereich. Geil. Das war meine Einkreation von meinen kleinen Esspaketen. Ihr habt sie gesehen und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Eigentlich kein großes Hexenwerk. Alles gesunde Bestandteile. Heute habe ich das mal mit einer Zwiebelsuppe ausprobiert. Ich werde es auf jeden Fall euch erzählen, wie lecker es war oder wie fürchterlich. Ich werde auf jeden Fall alles in die Beschreibung mit reinpacken. Oh, und dann soll es das eigentlich schon gewesen sein. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ich meine Wanderung bewerkstelligen werde. Ich habe gar keinen Bock. Also ich muss ganz ehrlich sagen, im Winter, das ist mein großes Ding. Ihr habt es gesehen, mein ganzes Equipment einmal getestet habe. Und jetzt bin ich gespannt. Bald geht's raus. Auf jeden Fall. Ich bin gewappnet. Das soll es jetzt gewesen sein. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Vielleicht macht es einer nach. Dann kann er mal berichten, wie es geschmeckt hat und was ihr ausprobiert habt. Das würde mich nochmal interessieren. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie katastrophal ich auf meinem Hexenstieg sterben werde, dann abonniert diesen Kanal und aktiviert natürlich die Glocke. Ja. So, ich will jetzt nicht weiter rumquatschen. Das war's. Meine Essenspakete ganz kurz und knapp. Dann sehen wir uns auf dem Harzer Hexenstieg. Alles klar, Leute, gut, haut drin. Bis dahin, euer Basti von Team White Boys.